Im Programm NRW Talent Scouting unterstützen Talent Scouts Schülerinnen und Schüler der Region bei der Entwicklung ihrer Zukunftspläne. An einem Schnuppertag an der Heinrich-Heine-Universität können studieninteressierte Talente realistische Einblicke in den Alltag als Studi und in das gewünschte Studienfach bekommen. Wie erleben Schülerinnen und Schüler so einen Tag und was sagen die sogenannten Schnupperstudierenden und Talent Scouts darüber? Ja, im Talent Scouting sprechen wir mit den Schülerinnen und Schülern ja sehr viel über mögliche Studienfächer. Und im Talent Scouting empfehlen wir dann auch mal sehr gerne, schnuppern zu gehen, sich ein Studienfach live anzuschauen. Das ist so ein bisschen der Reality-Check, wo Schülerinnen und Schüler überprüfen können, ob sie sich die richtigen Vorstellungen davon machen. An so einem Schnuppertag zeige ich den Studieninteressierten den Campus, also ich stelle ihnen die Uni vor und gebe ihnen alle Infos rund ums Studium. Ich denke, dabei kommt es auch besonders darauf an, dass ich auch meine persönlichen Erfahrungen da ein bisschen mit reinbringe. Ich erkläre denen, was wir uns dann auch anschauen. Wir besuchen nämlich auch Vorlesungen und können alle möglichen Fragen klären, die die Studieninteressierten dann haben. Also dieses Schnupperprogramm wurde mir durch das Talentscouting erklärt und erzählt und ich war allgemein sowieso interessiert, überhaupt an sowas teilzunehmen und ich fand das einfach perfekt, dass dann wirklich das Talentscouting mir so ein Angebot gemacht hat und ja, da musste ich einfach mit zugreifen. Zusammen mit der Schnupperstudentin haben wir eine Campus-Tour gemacht, um den Campus näher kennenzulernen, verschiedene Gebäude zu sehen, verschiedene Fakultäten kennenzulernen und davon eben einen besonderen Einblick bekommen. Man konnte einfach auch so Fragen stellen, die wirklich aus dem Leben eines Studierenden sozusagen, also solche persönlichen Fragen, Privatfragen konnte man stellen. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Leben hier oder generell und so die Eindrücke, die diese Person dann hatte im Studium, hat man dann sehr authentisch rübergebracht bekommen. Das war schon interessant. Also es kommt auch darauf an, wie der Tag ist. Beispielsweise, wenn es an einem Freitag ist, kann es sein, dass wenige Vorlesungen stattfinden. Dabei ist es so, dass ich halt am PC gehe, dann mir eine Vorlesung ausdrucke, die ich auch selber gemacht habe. Mit den Schülern, die sich dann auch für die Uni interessieren, gehen wir auch in die Bücherei oder ich zeige denen, wo die Fachschaft ist. Vielleicht gehen wir auch in die Mensa, wenn der Stundenplan das zulässt. Und zeige denen generell auch den ganzen Campus, also wo man vielleicht auch in den Pausen sitzen kann und die Pausen genießen kann und wo man eben seinen Kaffee bekommt. Die meisten Talente stellen sich ja gar nicht vor, dass man auch in die Uni gehen kann und den Uni-Alltag sich live mal anschauen kann. Und wenn wir dann als Talentscouts denen vorschlagen, geh doch mal hin und verabrede dich mit einem Studenten und lass dir doch mal so einen Uni-Tag zeigen, dann sind die immer ganz begeistert und sagen, boah, wie toll, dass es sowas gibt und ich mache das auf jeden Fall. Und dann machen die allermeisten machen das dann tatsächlich auch. Ja, also schon definitiv habe ich mehr dazugelernt, als ich wusste vorher. Und ich hatte viele positive Eindrücke und Erlebnisse an diesem Tag, was dann natürlich noch mehr dazu beigetragen hat, dass ich einmal diesen Weg gehen möchte später. Ja, im Talentscouting macht das auch nochmal besonders Sinn, denn oft denken die Schülerinnen und Schüler, dass sie durch die ganzen Gespräche, die sie schon geführt haben, eigentlich schon einen guten Überblick haben und wissen, was sie wollen und auch die Themen wie Ziele und Motivation geklärt werden und auch die Grundvoraussetzungen. Tatsächlich ist aber dann eben durch das Schnuppern die Möglichkeit nochmal gegeben, zu überprüfen, ist das auch so, passt das alles zusammen, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich mir die das Wissen jetzt zusammen gesucht habe. Meinen Mitschülern würde ich es definitiv empfehlen, weil ich finde, es hilft einfach, wenn man auch einfach nur mal reingucken möchte oder generell noch keine Ahnung hat, was man später machen möchte. Es dient viel zur Orientierung für die spätere Berufswahl und es ist einfach ein tolles Erlebnis, was man macht. Ich würde jedem einen Schnuppertag empfehlen, besonders auch meinen Mitschülern, dass es eben schön ist, die Uni kennenzulernen, das Studienfach, was man sich eben anschauen möchte, kennenzulernen und zu schauen, ob man da eben Interesse hat, was dann steht zu studieren. Ich würde das meinen Mitschülern empfehlen, da es kostet nichts, es kostet vielleicht Zeit, die man aber auf jeden Fall darin investieren sollte. Das hilft einem vor allem, wenn man Probleme hat, zu entscheiden, was man vielleicht studieren möchte, mehr Orientierung zu bekommen. Und natürlich auch einen besseren Einblick. Es gibt immer das Sprichwort Probieren vor Studieren. Und wir hatten ganz viele Präsentationen über Studiengänge in unserer Schule. Trotzdem war das nochmal eine Möglichkeit, wirklich selber zu sehen, praktisch selber zu probieren, wie das ist, wie die Professoren sind, wo alles ist. Ich denke, dass das den Schülern auf jeden Fall sehr viel bringt, einmal an die Uni zu kommen. In der Regel gehen wir so in zwei Vorlesungen. Und am Ende der zweiten Vorlesung sind die auch schon
mit der Konzentration relativ am Ende. Da merkt man dann den Unterschied zwischen Schule und Vorlesung, zwischen Uni und Schule. Und die Schüler haben auch immer die Möglichkeit, nochmal wiederzukommen, wenn sie das denn wollen. Aber das ist in der Regel auch gar nicht nötig. Und von dem, was ich so an Rückmeldungen bekomme, ist das auch immer sehr aufschlussreich, schon einfach mal sich in zwei Vorlesungen zu setzen, mit jemandem zu reden, der das macht. Und ich denke schon, dass es sehr aufschlussreich ist und auch ausreichend. Meistens ist es so, dass nach den Schnuppertagen, bei dem nächsten Termin, der in der Schule stattfindet, wir darüber sprechen, was sie erlebt haben, was sie kennengelernt haben, welchen Eindruck sie mitgenommen haben und ob sie auch nochmal andere Hochschulen, andere Fächer kennenlernen möchten. Denn das Schnuppern gibt es ja nicht nur an der Uni Düsseldorf, sondern auch in anderen Hochschulen. Am Ende bekommt man auch nochmal ein Zertifikat ausgehändigt, was natürlich sehr schön auch für den weiteren Berufs- und Lebensweg ist. Und das war dann ein sehr schöner Abschluss für mich.